Ja, hallo, herzlich willkommen oder ein Hallo an alle, die hier durch Zufall reinstolpern oder mir schon länger folgen. Du bist hier in einem handarbeitsstrickigen Podcast gelandet. Gleich vorneweg, ich bin die Kiwi und deshalb Kiwis Stricklust, weil das mein Hobby ist und auch mein Beruf geworden. Ja, wie gesagt, wenn dich das wollige, strickige Thema alles drumherum bei mir. Wie gesagt, herrscht ein ordentliches Chaos, ein kreatives. Dann bleibe dran. Ich habe heute eine Menge zu zeigen, zu erzählen. Und ansonsten, ja, wenn du dir was anderes unter dem Titel vorgestellt hast, dann will ich dich nicht weiter aufhalten. Dann schicke ich dich auf die Reise zum nächsten Podcast, der deinem Thema entspricht. Also ich bin, wie gesagt, Kiwi von Kiwis Stricklust, bin die Inhaberin vom Oderdeichschaf und ja, habe den Podcast vor gut sagen wir mal knapp 5,5, guten 5 Jahren, glaube ich, ins Leben gerufen, um euch, wie gesagt, daran teilhaben zu lassen, was ich alles so werkle. Und es hat sich immer weiterentwickelt, so wie ich mich auch weiterentwickelt habe, wenn ich da in alte Folgen reingucke, um Gottes Willen. Am liebsten, ja, aber ich will die nicht löschen, ich lasse die alle. Wir haben jetzt, glaube, sind jetzt 200 in den 30ern von den Folgen her. Früher habe ich mal wöchentlich, dann nee, 14-tägig und so weiter, also mal unterschiedlich aufgenommen. Denn ich meine, ein Kalender hat ja 52 Wochen und mit 230 kommt man nicht auf die Summe. Also es gibt auch mal Phasen, wo ich nicht allzu oft aufgenommen habe. Ich nehme jetzt mal die Brille ab, weil im Moment muss ich noch nichts sehen. Ihr seht aber mein Prototyp, den ich euch in der letzten Folge ja noch auf dem Bügel gezeigt habe. Da war der ja nicht mehr allzu viel. Obenrum war eigentlich alles soweit fertig. Okay, der zweite wird noch ein bisschen besser. Ich habe nämlich hier so die Kante, weil das ist ja ein Sattelschulterkonstrukt, nicht ganz perfekt hinbekommen. Ist logisch. Man lernt ja mit seinen Aufgaben. Und es ist gar nicht so verkehrt, wenn man so ein Design mehrmals strickt, bevor ihr dann, wenn euch das interessiert und das Muster gefällt, ich zeige das nachher auch nochmal. Ich wollte ihn bloß einmal im getragenen Zustand zeigen, deshalb stehe ich mal kurz auf. Und zwar habe ich, ja, ich habe mal was reingesteckt, also ich bin jetzt auch schon so von der Körperform her, dass ich auch mal ein Pullover reintragen kann, obwohl Crop nicht so mein Ding ist, aber ich machen wieder raus. Ihr seht hier unten die Abschlusskante ist dieses schöne Muster. Hier am Ärmel habe ich auch als Abschlusskante dieses Muster und hier unter der Bluse versteckt sich auch dieses schöne Muster und ansonsten, wie gesagt, Sattelschulterkonstruktion. Ja, gefällt mir ganz gut. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Ist ja ein Modalbobbel gewesen. Und jetzt nehme ich wieder mal die Brille. Und zwar habe ich noch einen Rest. Ich hatte 1200 Meter und ich habe noch 17 Gramm übrig. Ich werde das ausrechnen. Oder ich frage Julia, wie viel 1200 Meter, wie viel der gewogen hat. Weil ich dumme Planschkuh, Hanna, weghören. Habe vergessen, das Startgewicht von dem Bobbel zu wiegen, sodass ich den gesamten Garnverbrauch ermitteln konnte. Ich habe noch drüben in der WPS auch, es war ja damals so ein Paket, wo mehrere Bobbel drin waren, auch glaube ich in 1200 Meter. Ich werde es mal wiegen und dann werde ich das ausrechnen, sodass ich ungefähr euch sagen kann, wie viel Meter diese 17 Gramm, die ich jetzt noch übrig habe, wie viel das sind. Genau. Aber ich zeige euch noch mal in die Kamera
Für alle, die Wikipedia noch nicht kennen, das ist nämlich ein Modalbobbel, der ist hier angekreuzt. Da steht genau drauf, so und so viel Prozent Modal, Poly und Polyester. Der Bobbel nennt sich, wenn ihr genau den gleichen haben wollt, also so für so ein Pullover, finde ich, ist so ein Uni, oder der ist ja nicht ganz Uni, da war ja noch ein, wie man sieht, ein lila Faden mit bei, das ist ein vierfädiger Bobbel, drei in Türkis, einer in Lila. Und ich finde, macht ein super, gewaschen ist er, ein super Maschenbild. Das ist, wie gesagt, der Bobbel. Ich weiß nicht, Magic 2, warum da jetzt eine 2 hintersteht. Also Magic, Blue Magic habe ich schon gefunden. Ihr könnt die ja in der Fadenstärke, wie ihr das gerne möchtet, bei der Wulpedia bestellen. Dran denken, ich blende es vielleicht nochmal ein. Rabattcode gilt immer noch Kiwi10, dann erhaltet ihr auf euren Einkauf 10%. Wer es mal gerne ausprobieren möchte, kann ich wirklich empfehlen. Und ja, man kann Socken stricken, Pullover stricken, Tücher stricken, wie mit jedem anderen Garn. Verarbeitet sich super. Ich habe hier auch irgendwo habe ich doch die Karte. Ich habe mir doch aufgeschrieben, wie viel Maschen ich verstrickt habe. Kinder, keiner verlässt den Saal. Das ist das, das ist das. Ich werde es gleich finden. Ich mache sowieso Pause, weil ich mich wieder umziehen möchte. Er ist, wie gesagt, nicht großartig gewachsen. Ich habe den so gestrickt, das sind von Hals bis, ja, ich zeige es euch gleich auf dem Bügel, 55 in der Länge. Ich werde mich ganz schnell umziehen und dann bin ich wieder für euch da. Für euch ist es ja bloß ein kurzer Moment. So, Pause ist beendet. Ich hoffe, ich habe die richtigen Knöpfe gedrückt. Wenn nicht, habt ihr eben halt zugeguckt oder ich habe keine Ahnung, dann schneide ich das zusammen. Ich zeige ihn euch nochmal. Wie gesagt, das ist ja der erste. Es folgt bald der zweite. Aber da müsst ihr noch einen Moment warten. Da bin ich gerade am Überlegen, Färben und gucken. Also ganz einfacher. Ja, Fäden sind noch nicht ganz vernäht hier innen drinne. Wie ihr seht, hängt noch ein Fädchen. Ja. Er fällt schön locker. Das ist wirklich wahrscheinlich auch wegen dem Modal. Ein super tolles, weiches Material. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Und so wäre jetzt die Ärmelkonstruktion. Das ist ja die Sattelschulter. Die geht ja ein bisschen rüber über die Schulter. Und dann wird der Ärmel rangestrickt. Da, ja. Wer mal irgendwann den Pullover kaufen möchte und nachstricken möchte, verkürzte Reihen, da dürft ihr euch nicht vorscheuen. Also, ich meine, die sind ja auch wirklich relativ einfach. Es wird mit verkürzten Reihen in dem Pullover sowohl beim Ausschnitt als auch bei den Ärmeln gearbeitet. Man könnte den auch als Langarmversion machen. Aber ich habe ja vorgehabt, so ein richtig schönes, luftig, leichtes Shirt zu machen. Wie gesagt, hier ist dieses Muster oben am Halsbündchen. Und hier ist es, klappt sich auch wirklich nicht ein als Abschlusskante. Genauso wenig, wie es sich unten nicht einklappt. Gewaschen ist es auch schon. Also, ich habe verbraucht, oder besser gesagt, ich hatte ja den vierfädigen 1200 Meter Bobbel und ich habe jetzt nach dem Waschen gemessen 28 Maschen und 42 Reihen hoch oder Runden ergeben 10 mal 10 Zentimeter. Also, es ist schon ein bisschen, ja, ich habe mit Nadelstärke 3,0 gestrickt. Ich werde mich dann mit der Berechnerei und mit dem nächsten so ein bisschen danach richten, gucke nach dem Garn, wird auch wieder alles notiert und dann gibt es nachher einen Mittelwert und danach werde ich dann den dritten anschlagen mit den Teststrickern. Nach dem zweiten wird soweit sein, dass der Teststrick dann starten kann. Ich werde mir mal hier
damit ich das gar nicht verbummle, das kleine Schild mit dran machen. Und dann kann das nämlich hier noch abgeparkt werden. Ja, ich habe mich für die blaue Variante jetzt entschieden und bleibe jetzt in Blau. Das ist ja mein versauter Like a Cloud. Genau, der war mal schön kuschelig und groß. Und nachdem ich den falsch in der Waschmaschine, ich habe den ja rausgeholt und habe ja geheult, aber so, ich ziehe ihn immer noch für zu Hause an. Er ist eben halt nicht mehr, er ist warm, nicht mehr kuschelig, aber ich kann ihn noch tragen, ich kriege ihn noch zu und ja, er ist eben halt nur nicht lang, fluffig, sondern kompakt, kompakt wie ich. Aber trotzdem kann ich den noch. Ich trage den noch ab. Also es war mir echt zu schade, den aufzuribbeln oder wegzuschmeißen. Nee, das habe ich lieber sein lassen. So. Und jetzt bin ich am Überlegen, erzähle ich jetzt ein bisschen was vom Strickwochen. Also was heißt Strickwochenende? Es war ja kein Strickwochen. Ja, doch, war ein Strickwochenende. Oder erzähle ich erst, nachdem ich euch meine strickigen Sachen. Ach, ich glaube, ihr platzt bald vor Neugier. Ihr möchtet bestimmt gerne wissen. Einige haben ja schon ein paar Bilder auf Instagram gesehen, aber nicht jeder ist auf Instagram. Dann berichte ich einfach mal von meinem letzten Wochenende. Ich war ja Außenschläfer. Das heißt, ich bin am Freitag nach Magdeburg gefahren und Sonntag am Nachmittag. Jetzt brauche ich im Moment die Brille nicht. Ich muss mich immer noch dran gewöhnen. Ich suche die Brille immer noch oben auf dem Kopf. Wie gesagt, hat alles super geklappt. Ich war die Erste im Zug. Also wir waren drei Mann, die aus der Richtung mit dem Regionalexpress R1, RE1, ja. Von Frankfurt nach Magdeburg fährt ja immer einer pro Stunde durch, die anderen nur bis Berlin. Und die anderen sind, zwei sind zugestiegen. Eine kam aus der anderen Richtung, Richtung Wolfsburg. Die kam selber mit dem Auto und es hat super geklappt. Also ich habe die Plätze freigehalten, habe mich extra schön so hingesetzt. War auch gar nicht so einfach. Der Zug war ziemlich voll, denn in Berlin war ja, das wusste ich, also ich habe gar nicht mehr mitgekriegt. Ich habe mich da auch überhaupt nicht drum gekümmert. Ich hatte nur die Aufgabe, Freitagvormittag noch unbedingt eine CD, die ich meinem Mann zum Geburtstag geschenkt habe, auf so einen kleinen Stick zu machen, weil im Auto hat er keinen CD-Player, sondern macht alles mit dem Stick. Habe ich auch gut hinbekommen, extra ein externes Laufwerk gekauft und dann habe ich das überspielt, sodass er jetzt seine Musik auch im Auto hören kann. Das war meine Aufgabe Freitag. Die musste gemacht werden. Natürlich musste ich auch noch Koffer packen. Dann kamen meine Eltern noch mal kurz Vormittag. Also es war ein Vormittag. Ich war zufrieden, als ich, muss ich sagen, mit meinem Köfferchen zum Bus gelaufen bin. Dann bin ich nach Frankfurt gefahren mit dem Bus und dann bin ich erstmal zu Burger King. Könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt? Für mich hat die Reise damit angefangen. Ich habe mir endlich mal wieder einen Burger geleistet. Nicht wegen dem Geld, sondern weil ich immer nicht dazu komme. Wenn ich in Frankfurt bin, fahre ich nicht hoch zum Bahnhof, zu Burger King. Sowas mache ich nur, wenn ich selber irgendwo hinfahre oder wenn ich an meinen Strickwochenenden, was ja jetzt ab dies Jahr auch weniger wird, denn die Reise ist ja selber. Die Leute reisen ja selber an, sprich, ich hole sie nicht mehr in Frankfurt ab, außer im E-Fall, wenn wirklich die Verbindung, weil nicht klappt. Aber ansonsten kann sich jeder seine Zugverbindung so raussuchen, dass er dann auch von Frankfurt mit dem Bus nach Le Bus durchfahren kann. Das ist kein Problem. Und ja, demzufolge startete meine Reise eben halt bei Burger King. Und ich habe mich so gefreut, endlich mal wieder ein Wuppa essen. Und dann habe ich noch ein bisschen gesessen. Eigentlich wollte ich stricken, dafür war die Zeit aber zu kurz. Und ja, dann rein in den Zug. Hab gleich so ein Vierer-Dings da geguckt, dass ich das freihalten kann. Und bis nach Berlin ging es auch. Aber in Berlin, da wurde der Zug dann voller. Gott sei Dank stieg Hanna ein und hat sich dann. Hat zwei sozusagen Plätze gehabt und ich habe zwei Plätze gehabt.
Und ja, da war auch viel Staatsbesuch, weiß ich, wer. Ich habe keine Ahnung, zumindest muss etliches ausgefallen sein, sodass manche eben halt die Regionalbahn genutzt haben anstelle von einer S-Bahn-Verbindung. Denn der hält ja auch ein paar Mal in Berlin. Ja, und dann stieg in der Ecke von Potsdam noch unsere liebe Ines. Hallo, ich grüße euch Mädels sowieso. Ihr wart die Besten, also super. Die Klapsbandbande, genau. Ja, zugestiegen und dann sind wir bis Magdeburg durchgefahren. Und da haben uns dann die anderen beiden schon abgeholt und dann sind wir zu unserer Petra nach Hause und es war ein super tolles Wochenende. Wir hatten auch Glück mit dem Wetter. Den Sonnabend haben wir natürlich genutzt, um ein bisschen uns Magdeburg anzugucken. Da gibt es ja so viel: Hundertwasserhaus, den Dom und ja, hatten eine kleine private Stadtführung sozusagen. Petras Tochter, die hat uns ein bisschen was erzählt zu den Sehenswürdigkeiten. Also es war ein rundum gelungenes Wochenende. Natürlich waren wir im Hundertwasserhaus auch drinne. Naja, und was verkaufen die in der Info oder in diesem kleinen Laden, wo es Souvenirs gibt? Wolle. Es gibt ja die Hundertwasser-Edition. Und da habe ich jetzt wirklich das erste selbst gekaufte oder das zweite? Ich habe ja nicht allzu viel Opalwolle, aber jeder hat sich einen Strang ausgesucht und ich habe mir auch einen Strang aus. Jetzt habe ich schon gedacht, da ist irgendwas kaputt. Ich habe mich für den Regen auf Regentagen entschieden. Diese schöne Wolle von Opal habe ich mir ausgesucht. Hier ist ja drauf zu sehen. Ich glaube, ich muss das noch ein bisschen verschieben. Wartet mal. Ich weiß, manch einer mag das denn nicht, dass es nicht so blendet. Also hier seht ihr, wie sie sich so, wenn man normal Socken strickt, streift. Und ich habe vor, wirklich mal Socken quer zu stricken. Mir hat die Färbung wirklich super. Da ist so ein Gemälde von 100 Wasser. Und mir hat, ja, ihr wisst ja, so ein bisschen türkisig bin ich ja jetzt schon eine ganze Weile unterwegs. Klar, ich mag natürlich immer noch Pink, Kiwi, Grün und so weiter. Aber Türkis hat es mir auch angetan. Und da habe ich mir dieses Knäuel gekauft. Die Mädels haben sich Straße des Sozialismus. Also klar, wir sind fast alles Ossi-Weiber gewesen und da haben wir uns köstlich drüber amüsiert und da musste bei den anderen natürlich die Straße des Sozialismus mit. Fand ich irgendwie neckisch. Ja, aber wir hatten jedenfalls Spaß ohne Ende und ja, ansonsten brauche ich ja zu 100 Wasser nichts zu sagen. Ihr kennt garantiert alle die 100 Wasser-Edition. Sockenwolle 75%, Schurwolle 25, Poly 425 Meter auf 100 Gramm. Und ja, mehr habe ich mir nicht gekauft. Also doch, ich habe mir noch was gekauft. Ach, das liegt jetzt da drüben. Muss ich noch holen. Wartet mal. Ihr rennt ja nicht weg. In Magdeburg gibt es nämlich auch einen Systene-Gräne-Laden. Und da sind wir natürlich rein. Ich meine, ich habe drei Holz-Garnschalen. Ich brauchte keine. Die haben natürlich schöne aus Keramik gehabt. Ja, und dann Schnick und Schnack und so weiter. Und ich habe mir ein. Naja, hier, wo man abmisst, 10 cm mal 10 cm. Das habe ich mir mitgenommen als Erinnerung an unser Wochenende. Passt auch in jede Projekttasche, als wenn man von so einem Klimbim nicht schon genug hat. Aber es musste eben halt mit rein. Genau. Und wir wollten ja alle zumindestens. Wartet mal.
Nee, zwei haben was anderes gestrickt. Claudi hat den Zweig angeschlagen und noch was anderes. Hanna hat Socken gestrickt. Nicht Hanna? Ne? Ich schweige. Und die anderen beiden haben auch mitgestrickt oder angeschlagen, den Boxi. Das war köstlich. Also wir haben uns da wirklich, ich glaube, von Freitag zu Sonnabend bis nachts um 2:30 haben wir gesessen und gestrickt und geplauscht. Naja, wenn man sich so lange, wir waren ja erst in Berlin zusammen, Anfang Januar, wenn man sich so lange nicht gesehen hat, dann muss man sich eben halt eine ganze Menge erzählen. Aber die Mädels haben auch angeschlagen den Boxi. Die stricken den Boxi ja auch mit. Das ist übrigens eine englische Kaufanleitung auf Ravelry. Aber im Großen und Ganzen eigentlich relativ einfach. Wenn ich jetzt meinen Boxi angestricke finden würde, ich habe hier so viel. Wo habe ich denn den? Ach, hier unten. Natürlich hab ich ja auf Instagram schon gepostet. Ich habe auch schon mal geribbelt. Ich habe mich für diese Garnkombi entschieden. Ich muss mal gucken, wie viel ich schon verstrickt habe. Kleinen Moment. Gut, und hier. Gut, damit ich es euch sagen kann. Also ich hatte mich ja für diese Garnkombi entschieden. Einmal Wasabi, Titicaca. Und einmal die Leim, ja, also Zitrone. Von Holzgarn, das ist ja die Coast, das ist ja die mit Baumwolle. Und das ist die Titicaca 100% Alpaka. Sprich, wenn der Pullover fertig ist, genauso wie mein alter Boxy-Pullover, Handwäsche. Oder am besten nur raus zum Lüften, nicht in die Waschmaschine. Wenn da so Suri Alpaka mit drin ist, also ich weiß jetzt, was passiert und wie klein so ein Pullover werden könnte, wenn ich den falsch behandle. So, das sind ja 50 Gramm Knäuel, die es bei mir gibt. Und ich habe jetzt angeschlagen. Ich habe jetzt 15 Gramm verstrickt. Also ich habe jetzt noch, nach Adam Ries sind es dann 35 Rest. Und hier habe ich erst knapp 10 Gramm verstrickt von. Ich habe ja, wie gesagt, nochmal angefangen und ich habe jetzt, ich habe mich natürlich in Anlehnung an meinen Boxi, der ja ziemlich breit geworden ist, für die kleinste Größe entschieden. Also ich habe jetzt 185 Maschen angeschlagen und ich sage euch auch gleich, so sieht jetzt mein Teil aus. Ich finde, wenn man sich die beiden Garne so anguckt, ne, farblich, das ist ja so ein richtiges, dolles, knalliges. Das ist eher so ein bisschen unscheinbar und beide zusammen ergeben dann, also die Knalligkeit, wie soll ich euch das am besten zeigen? Naja, siehe unten, würde meine ehemalige Arbeitskollegin dann wieder sagen. Siehe unten, hat die immer gesagt, wenn was runtergefallen ist. Die beiden zusammen ergeben, ja, am besten wir machen es so. Genau, passt auf. So, hier unten gucken die beiden Originalgarne raus und oben ist mein Gestricke. Und dann, also so quietschegrün wie dieses. Ach, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, aber ich habe es, glaube ich, gerade gesagt. Ist das durch dieses Garn, weil das zusammengestrickt wird, natürlich nicht mehr. Also es nimmt so ein kleines bisschen diese Grelligkeit raus aus dem Garn. Und hier liegen doch genug. Ist es die? Ja, ich habe sie. Ich habe sogar die Banderole. Kann ich euch die Farbe doch sagen? Wasabi. Jetzt habt ihr bestimmt da gesessen und gesagt, Wasabi, Wasabi. Also Wasabi und Leim wären zu dieser schönen Farbe. Und so weit bin ich jetzt schon. Natürlich habe ich mit einer 3,0er, so wie ich hier meine Maschenprobe gemacht habe,
angestrickt, war auch schon so weit. Mädels, ja doch, knapp so weit. Und dann habe ich gesagt, ich stricke jetzt an was anderem. Ich weiß hundertprozentig, ich mache es wieder auf. Es war nicht meine Nadel. Also ich habe so eine Maschenprobe, die hatte ich ja gewaschen. Aber guckt euch mal, ich meine, für einen Sommertop oder Pullover ziemlich. Es war mir irgendwie zu labberig. Naja, labberig kannst du nicht sagen mit 3,0. Aber es war nicht meins. Ich hätte mich mit diesem Oberteil, wenn ich mit der 3,0er weiter gestrickt hätte, hätte ich mich nicht wohlgefühlt. Ja, und ob er es jetzt glaubt oder nicht, im Mangel an Stricknadeln, obwohl meine Lieferung heute angekommen ist, aber ich ändere das jetzt nicht mehr. Ich bin auf 2,5 runtergegangen. Aber mit einer 2,5er, es ist, wie man sieht, auch also durchsichtig in dem Sinne, aber es fässt sich anders an. Es ist stabiler und ich finde, damit kann ich wirklich guten Gewissens leben. Also den würde ich, also so wie er jetzt ist, der fässt sich schon ganz an. Ich meine, weich ist er, ist ja Baumwolle mit drinne. Der ist von der Stabilität eben halt ein bisschen von der Haptik her. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wenn ich jetzt die 3,0, ich meine, das Maschenbild sieht man natürlich, dass die Maschen auf der Seite größer sind als auf der Seite. Ja, dann muss ich eben halt in den sauren Apfel beißen, obwohl ich damals gesagt habe, ich habe ja schon mal einen Pullover mit einer 2,0er, mein Weihnachtspullover. Wenn ihr euch daran erinnert, schon mal gestrickt und habe gesagt, nie wieder mit 2,5er Nadeln Pullover und jetzt sogar den Boxi. Ja, aber ich habe, wie gesagt, so angeschlagen, die kleinste Größe und der wird auch wieder so schön groß und kastig wie der andere. Vielleicht eine Nuance kleiner, so wollte ich es ja eigentlich haben, aber ich habe hier, das ist ein mit Nadeln 80er, also. Den anderen, der war ja 90. Viel an 90 fehlt bestimmt auch nicht. Also der wird dann auch wieder so schön locker sein. Aber so finde ich, so möchte ich mein Boxi auch haben. Die Mädels haben sich für die andere Variante, es gibt ja zwei Varianten zum Stricken. Da war ich auch erst am Überlegen. Jetzt muss ich hier bloß ein bisschen sortieren. Die haben gleich im Ganzen aufgenommen und stricken den in Runden und dann wird er hier geteilt. Aber ich stricke in Teilen und nähe dann zusammen. Ja, ich muss dann natürlich links stricken, aber dann ist es nicht so eintönig, immer nur rechts, 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 sondern ich muss auch mal ein bisschen aufpassen bei der Fadenspannung, weil ich links lockerer stricke, als wenn ich rechts stricke. Und dann ziehe ich den Faden immer so ein bisschen an. Klar sieht man, dass hier einen kleinen Unterschied schon alleine, das ist ein klein, aber das wird sich dann beim Waschen geben. Man merkt eben halt, wo rechts gestrickt ist und wo links gestrickt ist. Aber das stört mich überhaupt nicht, weil ich finde, es ist Handarbeit, ich will nicht einen Maschinenpullover haben und stricken, sondern der soll wirklich so. Hier unten ist das Knäuel. Ich habe es ausgesucht. Jetzt muss ich erstmal 40 cm, ich messe das dann ab, so ungefähr stricken. Knapp 10 cm habe ich jetzt und ich habe, deshalb hatte ich das mal hochgerechnet. Ich habe ja jetzt 15 Gramm davon verstrickt und bin bei. Na, knappe, lass es 7, 8 cm sein. Ich habe jedenfalls mal mit einem Dreisatz hochgerechnet, dass ich ungefähr mit einem so einem Knäuel 25 cm, obwohl ich alle Maschen drauf habe, 25 cm hochkomme. Ich brauche 40 und dann geht's los mit dem Ausschnitt. Also ich komme dicke mit meinen 6 Knäuel. Da bleibt eins übrig. Ich brauche garantiert bloß. Ach, 4 Ganze und einen fünften, den werde ich anfangen. Wenn was übrig bleibt, ist auch nicht so schlimm, dann wird es woanders reingebraten. Hier habe ich erst 10 von 50 verbraucht.
Könnt ihr euch selber hochrechnen. Also das ist wirklich ein gutes, ergiebiges Garn und macht wahnsinnigen Spaß. Und genau, also wie gesagt, der, ich weiß nicht, bis jetzt hat noch keiner irgendwo ein Foto reingesetzt. Entweder habe ich wieder das mit dem Hashtag nicht hinbekommen oder es hat wirklich noch keiner ein Bild gepostet. Ich weiß ja, dass schon einige ein Pullover haben auf Instagram. Dieses Zeichen Hashtag und dann zusammengeschrieben Kiwis Boxikal. Da würde ich mich freuen, wenn da vielleicht, wenn es wirklich der Hashtag ist und ihr da mitmacht, dass ich auch mal sehe, was ihr für eine schöne Pullover strickt. Ich weiß ja, dass zwei, drei Damen die Wolle noch bestellt haben. Ja, bis letzten Freitag war noch der Rabatt, aber selbst ohne Rabatt ist das erschwinglich, das Garn. Und ja, ihr könnt Garnkombis machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt mit allen stricken, ob mit einer Wollmeise Lace, ob ihr mit einem Fingering-Garn den Pullover strickt. Einfach mitmachen. Es macht Spaß und das ist wirklich ein schönes Teil. So, dann habe ich natürlich, wie gesagt, das beiseite gelegt und habe. Ich habe ja gesagt, ich fange an zu ribbeln. Und ich habe angefangen zu ribbeln. Guck mal, ich habe schon so ein Knäuel. Ich muss es mal ausmessen, wie viel ich schon geribbelt habe. Ein bisschen über 70 Gramm habe ich schon geribbelt. Und ich bin noch nicht fertig mit Ribbeln. Aber das läuft mir ja nicht weg. Ja, ein paar kleine Fusseln sind noch dran, weil ich musste unten die Kante erstmal schön abschnippeln und dann ging's und jetzt ribbelt sich das so weg. Ribbelt sich halt so weg, genau. Und ja, ich bin schon so weit, also ich muss bis hierher ungefähr noch ribbeln. Dann muss ich ganz genau gucken, die letzten Meter. Erstens muss ich mir die Anleitung oben aus den Ordnern wieder rauskramen. Und dann muss ich gucken, wo ich dann in dem Muster nämlich. Deshalb muss ich die letzten paar, auf Deutsch gesagt, wirklich zurückstricken, dass ich weiß, wo ich in dem Zopfmuster bin, um das dann wieder ganz und gar runter zu stricken. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man im Zopf sich vertan hat. Aber ich glaube, das fällt bei meinem, jetzt wenn ich das so sehe, guckt mal, ungefähr, ups, hier bis hierher. Und das müsste genau in so einer Mitte von, also nicht hier in dem Teil höre ich auf keinen Fall auf, sondern ich versuche das so hinzukriegen, dass ich hier, und wenn da mal eine Reihe zu viel ist, dann fällt es nicht so auf. Und dann weiß ich nämlich, wie ich weiter stricken muss, dass ich das dann wieder hinkriege. Aber wie gesagt, das läuft mir nicht weg. Ich bin da noch am Ribbeln und dann nehme ich wieder auf. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob die Nadelstärke, die bei Reveille drinne steht, stimmt. Von den Maschen. Ich glaube, da habe ich nämlich auch eine 2,5er oder eine 3er. Ja, ich muss gucken, ob es dolle auffällt. Ich meine, man entwickelt ja, sich ja weiter und ich habe die ja 19, 20. Ich weiß nicht, wann ich die gestrickt habe. Da wird jetzt natürlich ein Unterschied zu sehen sein und dann gehe ich lieber mit der Nadelstärke noch runter, damit das nicht so auffällt. Ich werde erstmal mit einer. Mal gucken, ich werde gleich die 2,5er nehmen und werde mit der dann stricken. Vielleicht bin ich ja da vom Maschenbild her so, dass es gut aussieht. Und wenn es gar nicht gut aussieht, dann wird alles geribbelt und dann mache ich den irgendwann nochmal. So. Also, das war das. Und dann habe ich natürlich an meiner Mütze weiter gestrickt. Das ist ja immer noch diese Doppelmütze. Und da bin ich auch ein ganz schönes Stückchen weitergekommen. Weil irgendwas musste ich ja denn stricken. Nur so rumsitzen war nicht. Die Rippel, irgendwann hatte ich keine Lust mehr zum Ribbeln. Und wie gesagt,
Ich hatte noch, was hatte ich noch bei? Noch ein Tuch oder so? Egal, ich habe an der Mütze weiter gestrickt. Da war ich letzte Woche Freitag. Und das ganze Stück hier hoch habe ich dann wieder gestrickt, sodass die Mütze jetzt schon mehr wie nur ein Stirnband ist. Und noch, also ich will sie ja nicht umklappen. Das auf keinen Fall, sondern ich möchte die so, wie sie ist, tragen. Und deshalb muss ich ungefähr noch so, ungefähr, ja, so wie die Finger hier. Und dann muss ich mit den Abnahmen anfangen. Aber das mache ich immer nur mal so, wenn ich wirklich absolut zu nichts anderem Lust habe, dann nehme ich mir das vor und dann, wie gesagt, der Winter, ich meine, es soll noch mal kalt werden, aber ich glaube nicht, dass es so kalt wird, dass ich noch mal so eine dicke Mütze brauche, denn das ist ja eine Doppelmütze. So, und dann habe ich meine Mädels, gestern hatten wir wieder Zoom-Meeting, das private Klapsband-Meeting. Und da habe ich diesmal nicht gestrickt an meinem Pullover. Da habe ich gar nicht weiter dran gestrickt und an dem Bromelite, sowas geht dann auch nicht. Sondern ich habe einfach mal gehäkelt. Ich hatte mal wieder Lust, weiter zu häkeln. Und der mir schon länger folgt, der weiß das, wohnt ja in dieser schönen Bobbeltasche. Ich weiß gar nicht, guckt mal bei Hanyu Handmade, die hat wirklich wunderschöne Taschen drin und gerade so eine Clearbacks, ob es nur für ein normales Projekt ist, wie hier. Ups, wenn man nicht 20 oder 50 Projektbeutel hat, sondern nur 3, 4, dann ist so eine Clearbag immer super. Dann sieht man immer gleich, was drin ist und es sieht ordentlich aus und wie gesagt, super schöne Taschen. Und da habe ich, wie gesagt, mein Bobbel, weil ich hatte ja jetzt den Bobbel verstrickt. Das ist aber ein 50-50 Bobbel, also kein Modalbobbel. Den habe ich ja damals mal angefangen. Und Kinder, ich kann vermelden, guckt mal. Guckt mal. Ich habe jetzt schon zwei grüne Fäden. Und ich habe ja gesagt, ich will so lange stricken, bis das Grün zu sehen ist. Und es kommt langsam. Jetzt ist aber die Nadel. Wo habe ich denn jetzt die Nadel? Die ist bestimmt unten geblieben. Egal. Ich häkel ja mit einer 3,0er. Und das ist ja hier der Laden. Ihr kennt ja Katrinchen sowieso, glaube ich, auch alle. Und das ist Lily Rose, 1000 Meter, vierfädig, vier Farben. Wer gerne so eine Farbe, ich weiß nicht, ob sie den bei sich im Shop drinne hat oder ob man sagt, Mensch, ich würde den gern haben wollen. Ich kann jedenfalls vermelden, ich habe die Häkelnadel wieder, Kinder. Die ist hier drinne. So. Also ich häkel ja, das ist ja meine absolute Lieblingshäkelnadel von Prüm, die 3,0. Die liegt sowas von gut in der Hand. Ich bin ja ein, also ich weiß, es gibt welche, die halten die Häkelnadel wie ein Stift und ich bin die wie eine Gabel. Ne? Also so häkel ich am liebsten. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Ich habe doch hier bestimmt irgendwo irgendwas, was ich da jetzt reinmachen kann, dass die Masche, ich meine, es ist ja nicht ganz so schlimm beim Gehäkelten, aber nicht, dass mir die hier irgendwie mal zur Seite flutscht. So. Wo ist jetzt der Hänger? Das ist ja die Tuchanleitung ist. Ich häkel ja nach dieser Häkelschrift. Und das heißt Druinentuch von Morben Design. So findet ihr das im Internet. Und da könnt ihr loshäkeln. Ist in geschriebener oder nicht.
in Schrift. Und das hat mal so schön mit einem ganz hellen Vanille angefangen. Und dann ging es rüber in dieses Rosa, immer mal ein Faden mehr. Bei denen hier, da habe ich die Fäden fast gar nicht gemerkt, dass die gewechselt haben. Und guck mal, jetzt fängt es an. Ich habe hier schon Grün mit bei. Ja, man sieht es noch nicht ganz, weil jetzt sind zwei Rosa und zwei Grüne. Aber beim letzten Mal war ich im Rosanen. Hier ist er nämlich, der Maschenmarkierer. Da hatte ich aufgehört. Und ja, es dauert jetzt, ich glaube, einmal so von ungefähr knapp 1,5 Stunden brauche ich jetzt schon. Ich bin ja auch nicht der schnelle Häkler, also stricken kann ich schneller. Häkeln tue ich ja doch zum Gemach, Gemach. Und da habe ich, das weiß ich hundertprozentig, die ganzen, das Muster mit den Fächern gemacht. Ach so, muss ich es euch ja zeigen. So, das habe ich gehäkelt. Dann kam so eine Reihe, wo so ein paar mehrere zusammen waren. Dann wurden Stäbchen reingemacht. Jetzt bin ich bei dieser Gitter und dann kommen nachher, also so wie es hier unten ist. Ne? Also erst das, das, jetzt kommen, jetzt bin ich bei der Reihe, dann kommen die wieder und dann kommen wieder die. Und ich hoffe mal, jetzt habe ich ja den zweiten grünen, dass ich habe ja hier erst angefangen, bin ja noch nicht weit. Also viel, naja, doch fast einmal rum. Also einmal rum bin ich schon. Ich muss jetzt noch einmal hier rüber. Und ich bin eine Häklerin, die, wenn sie mal irgendwo die Masche nicht trifft, dann improvisiere ich. Und ich glaube, ich habe hier auch ein bisschen was falsch gemacht, weil es ist ein bisschen sehr wellig, was es hier unten nicht ist. Aber da ich mich ja im Abschluss befinde, ist mir das im Grunde genommen egal. Ich mache jetzt, wie gesagt, diese Kante oben rauf, dann kommen wieder die Stäbchen und dann kommen noch mal diese Fächer und dann nehme ich mal an, bin ich so weit und dadurch kann das ruhig ein bisschen wellig sein, weil dann bin ich bestimmt, ich mache nicht den ganzen Bobbel, aber beim Grün, dass alle vier Fäden grün sind, da werde ich garantiert angekommen sein. Cindy ist ja nun schon lange, lange, lange fertig. Und das Tuch ist auch schon riesig, riesig, riesig. Und wird immer riesiger, riesiger, riesiger. Also werde ich garantiert noch zweimal hin und her. Ups, jetzt hänge ich wieder. Noch wie letztes Video. Ist gar nicht so einfach mit so einem Bobbel. Also jetzt einmal noch bis hin, dann einmal diese Doppelstäbchenreihe, dann nochmal die Doppelstäbchenreihe und dann kommt nochmal dieses Muschelmuster aus den Stäbchen und ich glaube, dann bin ich garantiert bei Grün-Grün und dann lasse ich mir noch irgendwas einfallen, kette die dann ab. Also es wird ja, wie gesagt, dadurch nicht, dass er jetzt denkt hier. So, so muss es ja sein. Wenn schon, denn schon. Also es wird unten, wie gesagt, ein bisschen welliger, aber es darf es ruhig. Ich werde das Tuch auch nicht großartig spannen. Wenn ich so ziehe, ja, dann hört auch hier dieses Wellige auf. Aber am Anfang und am Ende mit den Wendeluftmaschen und so weiter habe ich eh so meine Schwierigkeiten und meine Probleme. Wie gesagt, Häkeln und ich. Wir werden garantiert keine so guten Freunde werden. Mal was Kleines und eventuell auch mal wieder irgendwann ein Tuch. Aber wenn ich dann die Schnauze voll habe, dann höre ich auf. Also bei so einem Farbverlaufsbobbel möchte man natürlich wirklich, dass alle Farben irgendwo, die im Bobbel sind, auch in dem Tuch drinne sind. Also müssen wir noch so lange stricken, häkeln, bis ich das Grün wirklich erreicht habe. Apropos erreicht, mich hat heute ein ganz tolles, ich sage mal, Wilma, ich sage jetzt einfach Tauschpaket, weil du hast mir was ganz Tolles geschickt und natürlich bekommst du auch was Tolles wieder zurück.
Und zwar hatte ich euch ja neulich gesagt, ihr wisst ja, ich liebe ja Möpse. Und da gab es, unsere Wilma hat, ich weiß nicht, wo sie es ergattert hat, keine Ahnung, aber ich habe zwei Projekttaschen heute im Briefkasten gehabt, also so ein kleiner Maxi-Briefkarton. Und da waren Taschen drin und guckt mal mit Möpschen, sind die nicht süß? Und das ist eine ganz große, da passt dann der Boxi nachher rein. Wenn der so weit gewachsen ist, dann nehme ich mal stark an, wird hier der Boxi reingehen. Also Wilma, wirklich super toll. Ich freue mich da wie Bolle. Und dann gab es noch eine Tasche. Also zwei Taschen sind zu mir gekommen. Und die zweite Tasche ist der Oberkracher. Die zweite Tasche ist der Oberkracher. Kinder, haltet euch fest. Jetzt kommt's. Ist die geil oder ist die geil? Auf der Seite der Mops. Und guck mal, wie der guckt. Guck doch mal. Ist das nicht ein Möpschen? Ach ja. Wilma, also das ist kaum an Taschen zu toppen. Also die ist sowas von toll. Ich sehe gerade, hier ist auch noch eine kleine Tasche drin. So genau habe ich. Ich war hin und weg von den Möpsen. Also Wilma, Wahnsinn. Absolut. Also wo du den Stoff aufgegabelt hast, das mit den Möpsen und so weiter und so fort, dass ich Möpse liebe und so Taschen. Ich wusste gar nicht, dass es so eine Stoffe gibt, wo so Möpse wirklich drauf sind. Naja, ich kenne mich ja auch in dem Stoffsektor nicht aus. Aber der ist der Oberkracher. Der ist so süß. Guck doch mal, wie der guckt. Und der ist so richtig schön frech. Aber, ne. So, ich habe nichts gemacht, so ungefähr. Jedenfalls, danke, Wilma, und ich lasse mir was einfallen. Ob du möchtest oder nicht. Genau. So. Und was habe ich dann noch? Dann habe ich heute natürlich, wie kriege ich da jetzt den Übergang? Genau. Also ihr habt ja schon ganz toll bestellt. Ich hatte euch ja letzte Woche die Garne gezeigt, wo ich eigentlich das Tuch stricken wollte. Und zwar, da habe ich ja das einfache Ding gestrickt und ich habe gesagt, aber ich hatte dann an dem Abend keine, und es war ja dann auch schon um 12 Uhr einse. Nee, da habe ich nicht mehr angefangen zu stricken. Und dann, wie gesagt, diesen Grauton. Und das ist die Farbe Bubbles, genau. Und ihr habt ja diese neue Lucia schon in euer Herz geschlossen und habt da ja schon schön, also ich habe auch schon wieder, ich habe schon wieder Ratter, Ratter, Ratter. Deshalb habe ich da noch nichts draus gestrickt. Aber bei der letzten Bestellung, also wer mich besuchen kommt, der hat jetzt auch die Möglichkeit, ich habe eine Farbkarte zugeschickt bekommen. Weil ich habe zu Helle gesagt, ich brauche auch unbedingt so eine Karte, damit die Leute sehen, welche tollen, erstmal ist es ein Hauch von nichts, welche tollen Farben es gibt. Also das sind die kühlen Farben. Die gehen, wie gesagt, hier so dieses Grau. Dann ist so ein Poseidon, das ist so ein Grau, naja, geht schon ein bisschen so ins Bläuliche, wenn ihr das so seht. Dann Pazifik, das ist so ein bisschen dunkleres Blau. Oktopus ist ganz dunkel. Dann kommen die Grüntöne, das ist das Eternity. Die Meermaid, das ist so ein, ja, kann ich schlecht beschreiben. Das Mystery Green. Dann haben wir Evergreen, so ein richtiges schönes dunkles Grün. Elefant, also so ein Grau, praktisch wie so ein Elefant. Naja, wenn es Elefant heißt, Elefantengrau. Dann haben wir den
Anthraziton und Lycoris. Also das ist wirklich so ein Schwarz und hier ist das Anthrazit. Und hier haben wir die Lava. Das sind die roten, die warmen Töne. Lava, Papaya, Gold. Also so ein Senfton. Dann Ganache. Also das ist so ein Schokoladenbraun, würde ich schon fast sagen. Walnussbraun. Dann ein, wie heißt der, Cordurei oder so ähnlich, mit C geschrieben. Das ist so ein braun-grauton Shadow. Das ist der Ton, den ich hier habe. Der Shadow. Dann Rouge. Ist so ein Zwischending zwischen Rot und Lila, so Rouge. Celeste ist so ein feines Lila. Clematis, auch in den lila Ton. Und Melodie, das ist so ein ganz zarter rosa Ton. Und ich habe mir den Melodie, also ihr hattet ja etliche bestellt, sodass ich von jedem, also nicht von jedem, aber von vielen auch noch welche da habe. Aber wenn dann mehrere bestellen, dann muss ich wieder eine größere Menge bestellen. Das ist zum Beispiel hier mal der Goldton, die Lucia. Und ich weiß, es hat sich jemand die bestellt und ich glaube zu wissen, möchte bestimmt mit normal, also man kann die ja auch mit ganz normaler Sockenwolle oder so verstricken. Und da kommt bestimmt eine tolle Farbkombi raus, denn die wurde mit einem Götterfunken zusammen bestellt. Und mit dem Azteken. Aztekengold und dieses Gold, die zusammen. Die ergeben bestimmt dann auch, also hier sind 400 Meter, hier sind ja nur 200 Meter drauf, also bräuchte man zwei. Und dann könnte man da ein schön kuscheliges Mützchen, Schal oder was auch immer stricken. Und ich bin ja dabei, ich möchte ja einen Pullover mir stricken und habe mir die nicht meine normale Wolle genommen, sondern habe mir die Haya in der Farbe Delight. Das ist so ein Altrosa, aber ein zartes Altrosa, so ein Mauve-Ton, so wie mein Mauve-Ton, den ich gefärbt habe auf der Naturwolle. Guckt mal, ne, so von der Art und Weise her, die passen alle drei prima zusammen. Und ich will die, das ist die Farbe Melody. Melodie oder Melodie mit Y hinten. Die beiden zusammen. Und ich habe heute schon auf Instagram gepostet. Ich habe nämlich schon die Maschenprobe gemacht. Natürlich noch nicht gewaschen, sonst hätte ich das jetzt hier nicht so schön zeigen können. Aber ich habe mir das schon aufgeschrieben, damit ich dann nachher auch das weiß, weil ich möchte gerne, ach, die ist sowas von kuschelig weich. Ich möchte mir daraus einen Pullover stricken. Und hier ist jetzt mal die Maschenprobe. Und der Zuschauer, der mir schon länger folgt, der weiß, hier sind linke Maschen drinne und hier ist bloß noch eine, also 3, mit 3,5 habe ich die gestrickt und ich habe das Muster aus meinem Pullover, den ich ja vorhin gestrickt habe, das habe ich hier mal mit einfließen lassen, weil ich mal wissen wollte, wie dieses, wenn man ein Muster mit einstrickt, wie das rauskommt. Und ich finde, es sieht super aus. Und die ist sowas von kuschelig. Natürlich haben wir dann, ich nehme mal an, es wird kein Sommeroberteil werden, aber es kann so ein Zwischendurch-Pullover werden. Denn die Lucia ist ja mit Baby-Alpaka, Seide, Merino und Yak. Und die Haya hat ja auch Seide, Merino, Baby-Alpaka und Yak. Also hier fehlt bloß ein bisschen Feinmerino, das ist ja hier mit drinne. Aber das ist beides zusammen wirklich sowas von kuschelig und ich habe ausgemessen, ich habe mit Nadelstärke 3,5 die Maschenprobe ja gemacht, habe zwei vorm Waschen, 22 Maschen
auf 32 Runden, wenn ich also rein, wenn ich richtig gezählt habe. Ich muss das noch mal ganz genau nachgucken, weil ich verrutsche immer sehr schnell. Also am besten ist es, ich pieke wirklich mit der Stricknadel immer Masche für Masche rein, weil einfach so wie manche hier so und so viel Maschen geht bei mir nicht. Also weder mit Brille noch ohne Brille. Genau. Aber sowas von kuschelig und da kann man super tolle Pullover-Oberteile, Polunder stricken. Das ist so, ja, ein Hauch von nichts in der Hand, aber eben halt wahnsinnig tolle Haptik. Und wer wie gesagt einen Pullover oder so stricken möchte oder eine schöne Strickjacke, selbst ganz kuschelweiche Handstülpen könnte ich mir damit auch gut vorstellen. Ja, warum nicht? Die sind bestimmt, dadurch, dass Yak drinne ist und Alpaka, sind die bestimmt auch warm. Jetzt suche ich natürlich noch ein Pullover-Oberteil. Bin mir da noch nicht so ganz schlüssig. Ich könnte mir ja meinen Pullover auch vorstellen. Mit so diesem Pullover hier. Deshalb weiß ich noch nicht, was Nummer 2 wird. Ob mit dem normalen Garn gestrickt oder der. Auf alle Fälle stricke ich meinen Pullover 100 Pro nochmal, weil die kommen ungefähr hin mit der. Hier, naja, nicht ganz. Aber hier ist eine 3,0er und hier ist eine 3,5er. Und bei der 3,5er habe ich weniger Maschen als mit der. Bei der, dann müsste es so ungefähr wieder hinkommen. Aber das ist so eine tolle Kombi, wie gesagt. Und selbst bei Sockengarn kann ich mir gut vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel hier ganz normale Sockenwolle nimmt. Und dann da, wenn man eine Mütze stricken will, dann ergibt, also das Blau wird natürlich weniger. Das ergibt garantiert eine richtig tolle Mütze zusammen. Also, wie gesagt, ich habe, weiß gar nicht, habe ich hier noch einen Knäuel irgendwo rumzuliegen? Nee. Aber wie gesagt, ne? Also, ja. Ich kann gar nicht so viel anstricken, wie ich oder probieren, wie ich gerne möchte. Aber wird. Es wird. Jetzt habe ich erstmal hier die Maschenprobe gemacht und aus dem Rest mache ich jetzt noch dieses einfache Ding. Da fehlt natürlich schon ein bisschen was. Ach, siehst du, ich wollte ja mal gucken, wie viel habe ich denn jetzt für die Maschenprobe. Ich war ja großzügig mit der Maschenprobe. Wie viel fehlt denn da? Dann nehme ich mal die Banderole ab, weil die wiegt ja auch 1 oder 2 Gramm. Oder auch nicht. Wickel das mal auf und gucke mal, wie viel ich jetzt weg habe. Naja, 8 Gramm. 8 Gramm habe ich jetzt in der Maschenprobe drin. Wenn ich dieses einfache Ding noch eine Nummer schmaler mache, dann müsste ich von der Länge her hinkommen, weil ich hatte ja 1,1. Ich sehe das nämlich da, 1,1 hatte ich ja mit der Haya übrig. Dann mache ich in der Mitte 2, wenn schon alleine auf dieser ganzen Länge, wenn ich da 2 Maschen oder 3 Maschen weniger in der Mitte habe, dann wird es ein kleines bisschen schmaler. Dann müsste ich aber auch noch gut hinbekommen. Und das reicht dicke, weil da sind ja 200 Meter drauf gewesen und hier sind ja keine 200 drauf, da sind ja nur 183 Meter drauf. Genau. So, das wäre das. Und dann wollte ich euch kurz nur mal zeigen, weil manch einen würde das ja vielleicht mal interessieren. Entweder ich habe es jetzt in England gekauft, das Buch, weil das von einer Anne Budd ist eine Engländerin, die arbeitet für das Interwebe. Das ist auch eine Strickzeitung. Da habe ich auch etliche Bücher von. Und das ist zum Beispiel mal so ein Buch, was ich nutze, um mir Inspirationen und so weiter zu holen. Weil hier ist viel, ist natürlich alles auf Englisch, aber hier ist viel drin erklärt. Hier geht es nämlich zum Beispiel
nur um Pullover, um die verschiedenen Arten. Die Drop-Schulter, also von oben runter. Die, zum Beispiel die Sattelschulter ist mit drin, Raglan-Sweater ist mit drin und ein Jogsweater ist mit drin. Und dann ist eben halt hier, sind so ein paar verschiedene Modelle drin, dann ist ein bisschen was dazu erzählt. Und dann geht es nur noch in Tabellen weiter mit Größenskizzen und wie man sich das denn ausrechnet und mit Maschenprobe, wie die Maschenprobe, welche und wie man das dann so zusammensetzt. Hier ist zum Beispiel mal so eine Raglan-Strickjacke drinne. Aber das ist eben halt ein Buch, das ist jetzt nicht so ein Buch, wo Strickmodelle großartig drinne sind, sondern es ist eher sowas, wenn man selber mal einen Pullover erstellen möchte, zusammensetzen möchte und so weiter. Hier ist zum Beispiel der Artikel, also die Sattelschulter. Und da ist dann alles so drinne. Und hier sind dann auch ein paar Modelle, wo man das dann sieht. Die Sattelschultermodelle, ob Jacke, Pullover mit Rund, mit V-Ausschnitt, wird alles berechnet. Und dann gibt es nur noch Tabellen ohne Ende. Und da, ja, geht das. Macht aber Spaß und man arbeitet sich da so rein. Und dann hat man eben halt so seine Vorstellung, wie möchte ich gerne den Pullover haben, wenn ich eine Sattelschulter habe, wie viel Maschen muss ich dann anschlagen, damit das ungefähr, also erstmal ist ja auch erklärt, also Sattelschulter ist für mich im Grunde genommen das Nonplusultra. Also Raglan mag ich. Ich habe ja auch schon Raglan-Pullover noch und nöcher gestrickt. Raglan ist eine ganz tolle Sache, weil ja vom Pass, aber eine Sattelschulter ist immer noch besser, weil die Sattelschulter, da strickst du deine Ärmel nicht gleich so mit ran, sondern die Sattelschulter ungefähr der Arm fängt erst hier an. Also der Sattel geht noch ein Stückchen rüber und dann werden die Arme geformt und dadurch hast du eben halt hier wie so eine eingesetzte Armkugel. Das formt sich alles super und passt eben. Genau. Und das ist so Literatur, die ich mir dann mal so zu Gemüte führe. Ne? Aber ich habe auch wieder vom Christophorus Verlag noch ein Buch, was ich kurz vorstellen möchte. Es stellen ja immer viele vor, Sockenbücher noch und nöcher und Tücher und dies. Und ich habe mal zum Christophorus Verlag gesagt, ich würde auch mal was anderes nehmen. Und hier ist zum Beispiel also Männermode stricken. Also nur ein ganzes Buch nur über Männerpullover und Accessoires. Genau. Wir haben ja unseren Thorsten von Just Do It oder jetzt heißt er ja anders, Do und Knit oder so ähnlich. Der hat ja auch so ein Buch rausgebracht. Und hier sind zum Beispiel Jacken, die unterschiedlichsten Jackenformen drinne. Das einzige Nachteilige an dem ist, die meisten sind nicht in einem Stück, sondern mit Teilen, aber ja, das haben wir früher gestrickt und das kriegt man heutzutage auch hin. Gerade so für Männergrößen, ne? Also das ist hier nochmal so die Pullover-Fraktion. Dann haben wir Polunder oder sprich Weste oder Slipover. Da sind auch welche drinne. Und Accessoires, da sind Mützen drinne, zwei, drei verschiedene Mützen, ein Schal. Also und zwei Schals. Und das ist so das Buch ja, für Jacken. Und jetzt kommt was schon zum Beispiel, das ist so eine hübsche Jacke für Männer. Ich weiß ja, mein Mann wünscht sich einen Pullover, aber ich weiß hundertprozentig, Pullover, glaube ich, zieht er weniger an als eine Jacke. Eine Jacke kann man immer rüberziehen, lässt du offen oder knöpfst du zu. Deshalb bin ich immer noch am Überlegen und werde ihn nochmal genauer interviewen, ob nur Pullover oder Jacke. Weil ich nichts schlimmer ist, du strickst was und
die Sache ist dann eben erledigt, weil sie nicht getragen wird. So, dann haben wir hier noch eine Jacke. Und das ist zum Beispiel eine Raglan-Jacke. Also es ist auch, sind auch Sachen drin, die in, nicht in Teilen gestrickt werden. Das ist, und da finde ich zum Beispiel die Blende sehr gut gemacht. Sieht gut aus. Jacke Tim. Dann haben wir wieder einen Polo, eine Jacke, die ein bisschen dicker mit Taschen. Die ist auch drinne. Die Jacke gefällt mir eigentlich auch, obwohl sie so im Bomberstil ist, also dieser. Aber so für gerade für junge Männer, ich meine, okay, meine Zuschauer sind eher so das ältere Semester, aber es gibt auch jüngere. Oder ihr habt einen Schwiegersohn, den ihr mal eine schöne Jacke stricken möchtet. Also wirklich auch ein super. Also wie ihr sagt, hier, guckt doch mal. Die sieht da wirklich gut aus. Das ist eine Jacke, das wäre, wie sagt Moni von Sch Hallo, ich grüße dich, falls du hier, ja, ich weiß ja, du guckst, ist nicht meins. Aber auch sowas gibt's garantiert Leute, denen das gefällt. Die Blende finde ich schön und dann eben halt so mit so einem Zackenmuster. Auch nicht verkehrt. Hier haben wir mal so einen Hoodie-Cardigan, also mit Kapuze. Aber das ist eher so eine richtige warme Jacke im Rippenmuster aus einer soften Schurwolle mit Kaschmir. So steht's hier. Weiß gar nicht, welche Wolle haben sie. Lana Grossa Alta Moda Kaschmir. 78% Schurwolle und 12% Kaschmir und 10% Polyamid. 110 Meter auf 50 Gramm. Naja. Die kannte ich nämlich nicht. Die Jacke ist wieder so älteres Semester, würde ich sagen. So vom nicht der. Ich meine, okay, der Mann ist nicht alt, aber so vom Modell her, von dem Strukturmuster würde ich das eher so älteren Leuten zutrauen. Das ist wieder so ein bisschen Cardigan-mäßig für was Jüngeres. Auch wieder mit Taschen. Jetzt haben wir schon mal die Pullover. Da haben wir wieder so ein Sweatshirt mit Kapuze, also ein Hoodie. Und den Pullover, den finde ich gut, nicht nur wegen der Farbe. Den so als Herrenpullover ist doch super, oder? Die softe Merino-Baumwollmischung. Also ist auch ein bisschen was für den Sommer. Lana Grossa Alta Moda Cotolana. 45 Schurwolle, 45 Prima Cotton, also Baumwolle und 10% Poly. 150 Meter auf 50 Gramm. Ja, und welche Größen? Stehen denn hier die Größen auch drinne? Ja, Größe 48, 50, 52 und 54. Und 600 Gramm brauchst du für die kleinste Größe, also sind nur drei Herrengrößen drinne. Ich glaube, okay, mein Mann passt jetzt wieder, glaube ich, da rein. Also so bei der 50, 52 ist er bestimmt schon. Ja, auch ein schlichter Baumwoll, also Baumwollpullover ist ja ein bisschen was so für Sommer und kühlere Tage. Und dieses Nougatbraun finde ich für Männer auch nicht schlecht. Ne, weil Moni, du hast ja jetzt gestern gerade gesagt, Braun ist nun gar nicht deins. Hier haben wir mal einen Streifenpullover. Streifen sind ja auch innen und stricken sich relativ schnell. Noch ein Streifen, noch ein Streifen.
kennen wir ja alle. Dann haben wir hier einen, der sieht fast aus Rippenoptik mit ein mit Strick durch ein strickleichtes Alloverlochmuster. Also es sieht so ähnlich aus wie das Kaffeebohnenmuster, der Pullover. Auch wieder, also eigentlich sind hier alle 48 und dann 50 bis 52 so die Maße drinne von den Herren. Der sieht auch gut aus. Der hat auch wieder so, ist mehr so der Fischer, ja, schon alleine die Landschaft, ne? Also so wie so ein Fischer-Pullover mit diesen verschiedenen Guernsey-Mustern. Das ist natürlich auch wieder was Feines. Der sieht gut aus, der geht sogar bis zur 56. Lana Grossa Cool Merino 90 Schurwolle 10 Poly 150 auf 50 Gramm. Also ist alles, eigentlich alle Pullover Sportweight. Und du brauchst in der kleinsten 600 Gramm und in der größten 700 Gramm. Naja, aber wirklich ganz toll. Also hier ist nochmal so ein Foto. Na, ich finde das toll. Und den in so einem richtig schönen Tannengrün. Sieht bestimmt gut aus. Dann haben wir wieder so ein, naja, der Pullover. Sieht auch gut aus. Mal was anderes, einfaches. Und dann kommen wir schon zu den Polundern. Ja, und das ist sowas, wie mein Papa tragen würde. Also das finde ich altbacken. Obwohl, wie gesagt, Retro, die jungen Leute, ich kenne mich da nicht so aus, mein Kind rennt da nicht so rum. Aber wenn ich mir so die Models angucke, ich weiß nicht, ob die sowas wirklich tragen oder ob das jetzt bloß so fürs Buch ist. Kann ich nicht genau sagen. Schachbrettmuster-Polunder ist auch nicht so, ja. Wie gesagt, Moni ist auch nicht so der Kracher. Den Polunder von der Form finde ich gut. Vom Muster her. Ne? Und dann haben wir noch die Accessoires. Und da haben wir, wie gesagt, diese Mütze. Die haben wir vorhin schon gesehen. Sitzt perfekt. Mütze Pierre. Dann haben wir so einen Schal. Naja, so glaube ich nicht, dass man. Ja, man weiß es nicht. Ich gehe jetzt von meiner einer aus. Das wäre wieder eher so mein Mann sein. So ein Schal und so eine passende Mütze dazu. So würde der auch rumrennen. Da sind wir schon durch. Also es war jetzt gar nicht schlimm. Hat auch gar nicht wehgetan. Ach, hier ist noch eine Mütze. Mit so einem extra feinen Merino. Hier, ich kann nur das zeigen, weil unten ist denn die Strickschrift. Bloß, dass ihr es mal so seht. Die ist so ähnlich wie die Riesgänser von Apple Banner. Ne? Also so von der Art und Weise her mit dem Muster. Rapport. Ja. Also. Wen es interessiert, ich habe jetzt wieder den Preis nicht hier. Es ist auch kein Zettel drin. Das ist. Wer gerne mal reingucken möchte, und ja, da gibt es garantiert irgendwo in der Bibliothek und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr es euch kauft. Ansonsten, ja, ich würde es. Doch, ich würde es für mich selber, ich habe es ja jetzt zur Verfügung gestellt bekommen, also bezahlte Werbung. Ich würde es für mich selber auch kaufen, weil es doch ein bisschen so vom Schnitt her wie ein Herrenpullover. Ich finde sowas immer besser, als wenn ich jetzt nur zum Beispiel bei Drops sind ja diese ganzen Anleitungen, da sind auch ganz viele Herrenpullover so drin. Aber Drops ist immer so ein bisschen komisch beschrieben und ich mag lieber so ein Buch, wo ich nachschlagen kann, als wenn ich eben halt einen Zettel habe. Und ja, außerdem das Auge guckt ja auch mit, ne? So.
Dann haben wir das jetzt und dann bin ich eigentlich mit meinem letzten Schluck Kaffee durch. Wie spät haben wir es denn? Oh. Oh, da war ja noch was davor. Mensch, dann sind wir ja heute ganz lange. Da muss ich mich jetzt aber sputen, Jungs. Jungs und Mädels. Also, Brille können wir abmachen. Ach, ja, man muss sich dran gewöhnen. Ich denke immer, die fällt runter. Dabei hängt die ja fest. Also, ich kann mich jetzt nur verabschieden. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Und da haben wir dann schon März. Ach, wo sind die 2 Monate hin? Das Jahr? Jetzt haben wir noch 10 Monate und dann ist schon wieder 24 Geschichte. Also die Zeit, je älter man wird, finde ich, umso schneller rast die Zeit. Genau. Wir sehen uns am Sonntag. Wer möchte, wieder im Livestream. Wenn ihr Lust und Laune habt, diesmal war ja nicht, weil, wie gesagt, die Rückfahrt doch ein bisschen war. Ich hänge hinten noch ein paar Fotos ran von Magdeburg und ich habe die Erlaubnis von den Mädels. Also, wie gesagt, ja, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche und jetzt räume ich hier das Chaos auf und dann setze ich mich unten hin und dann stricke ich weiter, rippel ich weiter oder häkle ich weiter? Das ist hier die Frage. Mal sehen, wer gewinnt. Ich denke mal, der Boxi wird gewinnen. Und denkt dran, wer möchte, auf Insta Hashtag Kiwis Boxi Karl. Ich hoffe mal, da kriegen wir ein paar Fotos zusammen. Bis dahin. Tschüssikowski. Eure Kiwi, macht's gut!